Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wir sind hier dabei, eine Zwischenfrucht unterzuscheiben oder wegzumulchen. Das hatten wir euch ja schon in den letzten Videos gezeigt. Da gab es zum einen eine neue Textur, was die Ölrettich oder was eine Ölrettich-Senfmischung anging. Und dann eben wurde ja die gesamte XML der Zwischenfrucht Ölrettich sozusagen einmal neu überarbeitet, sodass hier andere neue Wachstumsstufen dazugekommen sind. Und so ist es halt so, dass die Zwischenfrucht, also die Ölrettich-Senfmischung, durch das Jahr durchwächst und über den Winter dann natürlich nicht durchkommt, durch den Frost dann irgendwann abstirbt und dann dementsprechend dieses abgestorbene Stadium erreicht, wie es hier zu sehen ist. Jetzt haben wir aktuell, kurz mal eingeblendet, den 6. Februar. Und ich bin dann eben jetzt dabei, dann die Frucht eben runterzumessern, einzuarbeiten und dementsprechend finde ich, ist das ein ganz cooles Arbeitsbild, was sich daraus so ergibt. Irgendwie passender als die grüne Frucht dann unterzuarbeiten, wo es dann ja auch, wo es dann irgendwie komisch aussieht, wenn man das grüne quasi frische so runterarbeitet und dann so eine Stoppeltextur hat und so passt das doch irgendwie besser zusammen. Ja, mit der Köckerling Rebell, mit der Messerwalze vorherlaufend, da klappt das auch ganz gut. Der 724er mit immer mehr Stunden. Ich glaube, ihr habt letztens gesehen, in den News bei uns auf dem Discord-Server hatte Prezi da mal wieder einen neuen Rekord geteilt, den dieser 724er hier erreicht hat. Mittlerweile über 300 Betriebsstunden in diesem Spielstand. Hat natürlich dem zu schulden, dass wir uns den ja auch gebraucht von Agrarservice Brinker gekauft hatten. Und bezüglich der Betriebsstunden der Schlepper und wie viel die Schlepper im Jahr laufen, wurde sich auch in den Kommentaren gewünscht, ob man dazu mal eine Übersicht geben könnte. Das würde ich gerne tatsächlich an diese Projektvorstellung nochmal so ein bisschen knüpfen, dass man da nochmal so ein bisschen mit welchem Regelwerk wir quasi reingestartet sind, wie sich das weiterentwickelt hat. Und dazu zählen zum Beispiel auch die Betriebsstunden ein Faktor, um den in reale Betriebsstunden umzurechnen. Und realistische Werteermittlungen der Maschinen zu ermitteln, wenn man sie in den Verkauf gibt. Ne? Ja, wir sind hier auf der 62, einer der kleinsten Flächen, sag ich mal, wo die Zwischenfrucht draufsteht. Hier gegenüber, ne, hinter dem Busch, da wäre schon die nächste Fläche etwas größer, da werden wir uns gleich nochmal auf den Weg machen. Allerdings alles ein bisschen daran geknüpft, dass wir noch nicht mit der Gülleausbringung im Frühjahr durch sind. Da sind wir ein bisschen darauf angewiesen, dass Familie Hof Möllering mit dem neuen Güllebomber, auch da, vielleicht habt ihr da schon die ersten Bilder gesehen, im Discord wurden da auf jeden Fall schon einige Bilder geteilt. Das ist mittlerweile ein Tridem-Kotte-Garant geworden. Vorneweg läuft ein Klaas Axion 960 Terra-Truck. Also wirklich, ja, eigentlich fürs Münsterland nichts Exotisches, so ein Klaas, so ein 900er Klaas mal zu sehen. Aber ich denke, als Terra-Truck und das als Güllegespann ist zumindest auch, was den Spielstand hier betrifft, doch mal etwas Exorbitantes, Aufregendes, Spannendes, ein echter Hingucker, den sich Möllering da erworben hat und alleine dadurch, nicht nur durch ihr Logo und dadurch, dass sie durch Gülletechnik bekannt sind, auch dadurch ein schnelles, großes, deutliches Erkennungsmerkmal geschaffen haben. Finde ich cool auf jeden Fall und ich hoffe, dass ich das euch vielleicht auch nochmal da ein paar Bewegbilder abgeben kann. Ganz zu Beginn waren wir schon auf hofnahen Flächen unterwegs. Da kann ich eventuell gleich nochmal Bilder einblenden. Da blende ich euch jetzt nochmal Bilder ein. Da muss man sagen, das war kritisch. Da war noch, sag ich mal, Restfrost auf dem Boden. So gesehen war das nicht ganz so, nicht ganz regelkonform, sag ich mal. Aber die Wetteraussichten, Prognosen, die standen halt so, dass es auf jeden Fall im Laufe des Tages da auch abgetaut ist, sodass man da auf jeden Fall hätte raufgehen können. Und wir haben da vielleicht ein bisschen früh angefangen.
und haben uns daher auch darauf geeinigt, dass wir zukünftig nicht nur, also im Frühjahr Gülleausbringung, zukünftig nicht nur nach dem Wetterbericht, was Frost angeht, uns orientieren, sondern dass auch auf visueller Sicht dann eben keine Schneedecke oder kein Frost, also weiße Pflanzen mit Tau oder ähnlichem bedeckt zu sehen sein dürfen. Erst dann ist sozusagen regelkonform nach Düngeverordnung und man kann ja mit Gülle, Stickstoff, Düngerstreu etc. rausgehen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich blende euch da mal ein, zwei, drei Bilder ein. Riesiges Fass, riesiges Gespann. Merlin ist damit unterwegs. Janis ist noch parallel unterwegs mit dem Düngerstreuer. Auch da nochmal ein, zwei Bilder von. Und damit erstmal viel Spaß und dann sehen wir uns gleich auf der nächsten Fläche zur Zwischensaat mulchen wieder und eventuell zum Nachmittag hin, wenn Hofmöllering auch noch kommt, gehen wir auch nochmal in die Gülleausbringung. Ansonsten machen wir das im März, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Viel Spaß erstmal mit den Bildern, Abfahrt! So, und damit hier herzlich willkommen zurück. Und jetzt sind wir auf der weiteren nächsten Fläche. Ja, so ein paar Hektar habe ich hier, glaube ich, schon gemacht. Bin hier schon die schwierige Ecke, sag ich mal, groß abgefahren. War jetzt hier weiter jede zweite Bahn. Habe hier auch wirklich schön lange Bahnen. Das lohnt sich auch ein bisschen mehr, hier so ein bisschen runter zu messern. Zack und weiter. Und jetzt Piste frei, Abfahrt. Knappe 17, 18 km/h, die ich hier mit der Maschine schaffe. Scheiben laufen. Messerwalze arbeitet gut. Mal eben angezeigt, hier auf der Fläche 56 sind wir jetzt hier. Die 62 ist fertig soweit. Genau, hier war das etwas schwierige, sage ich mal, die Ecke hier unten schon mal klein schrittig fertig gemacht. Hier unten die Ecken. Und so weiter. Das mache ich am Ende dann mit dem Vorgewende beim Rundherumfahren. Und ja, die gute Hälfte habe ich jetzt auf jeden Fall noch. Bisschen mehr wahrscheinlich noch. Aber es gibt auf jeden Fall gute Neuigkeiten. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen und konntet euch schon mal einen Eindruck machen von dem Güllegespann. Ist ja auch Stichwort neue Investitionen, die es hier auf dem Spielstand gab. Hier im Münsterland bei Hofmöllering dann in dem Fall. Sprich, ja, das Kotte garantiert,
gut. Fast ist dazu gekommen, ein Tridem, dann der Axion eben, der neu dabei ist. Des Weiteren ist noch ein neuer 828 auf dem Hof Möllering angekommen. Da wurde der Massey Ferguson 8S verkauft. Genau, dafür ist eben Fendt an Hof gekommen. Ja, auch damit, dass da ja auch ein neuer Mitspieler ist und da natürlich auch der Wunsch nach einem eigenen Schlepper irgendwo groß war und der Ferguson dann ja auch doch schon viele Stunden runtergerissen hat, der war fast, sage ich mal, von Stunde 1 hier mit auf dem Spielstand. Also der hat auf jeden Fall gut geleistet und konnte dementsprechend jetzt mal dann ja, abgelöst werden und dementsprechend von einem Fendt 828 S4. Ja, wirklich schickes Modell, muss man sagen. Ich kann gerade nicht so viel sagen. Ich glaube, die haben sich für Mietersreifen entschieden. Zwar 710er, aber auch nicht breiter, weil er halt auch viel und auch im Transport laufen soll, generell vielseitig bleiben soll und dafür gedacht ist. Ja, ansonsten Neuanschaffungen sind, glaube ich, bei Möllering damit auch wirklich umfangreich, ne? Also zwei neue Schlepper im Prinzip, neues Fass, das neue Gestänge, auf 30 Meter arbeiten die jetzt ja damit. Und ja, beim Grubber, glaube ich, gibt es auch nochmal Neuigkeiten. Bin ich mir aber unschlüssig, war jetzt die letzten Tage nicht da. Wollte das auch mal vorsichtig ankündigen, dass das in Zukunft ein bisschen dünner werden könnte, weil momentan privat so ein bisschen was los ist, dass ich ja dann doch mehrere Termine habe, die mich dann zeitlich irgendwie so einschränken, dass ich dazu nicht kommen werde, den Livestream so zu machen, wie ich das gerne euch anbieten würde, oder auch Videos zu machen, wie ich es gerne machen würde. Aber sei nur mal vorsichtig daher gesagt, kann auch sein, dass sich das ganz anders ergibt und dann doch irgendwie die Zeit dafür ist. Und ich auch hoffe, dass ich mit diesem Video euch dieses Wochenende auch wieder was bieten kann vom Spielfortschritt. Ansonsten wirklich verweise ich gerne auf unseren Discord-Server unten in der Videobeschreibung. Da wird fleißig auch immer in die News gepostet. Also da habt ihr auch schon das neue Gülle-Gespann gesehen. Bei Live habt ihr gesehen, der 818er ist ja rübergegangen, hatte ich auch im Video gezeigt. Da haben die sich auch da neu bereift. Die Reifen waren da ja runter von uns. Viel Frontladerarbeiten gefahren. Das heißt, da musste man einen Satz neuer Reifen rauf. Da sind es BKT-Reifen jetzt geworden. Bei Agrarservice Brinker gibt es auch Neuigkeiten. Bei Hof Hässling bin ich mir unsicher. Aber auf jeden Fall, es tut sich was. Und ja, wenn ihr da die News irgendwie verfolgt, dann kriegt ihr, glaube ich, auch eine Menge mit, die von Sachen, die halt nebenbei funktionieren, laufen. Und das Jahr kennt ihr ja sowieso. Das läuft hier sowieso die ganze Zeit weiter. Ja, also heute Nachmittag dann, wir blenden es nochmal ein, wir haben es jetzt 11 Uhr, ich fahre jetzt gleich mal rüber, Inge hat Mittag fertig, werde Mittag machen und dann könnte heute Nachmittag das schon losgehen, dass wir mit der Gülle nochmal rausmarschieren. Jannis Möllering hat sich angekündigt, heute doch noch am Nachmittag ein Zeitfenster zu haben. Das bedeutet dann für uns, dass wir als Bertels versuchen, mit unserem eigenen Zubringer da natürlich zu fahren und dann noch einen zweiten Zubringer mit einem zweiten Mitarbeiter von unserem Hof mit einem zweiten Zubringer auch zuzufahren, sodass wir dann nur auf den Kosten von einem zusätzlichen Zubringer als Mietbringer, wollen wir uns das merken? Als genau auf der Miete sozusagen nur sitzen bleiben und ansonsten möglichst viel in Eigenregie auch fahren können. Ja, und da sind auf jeden Fall auch nochmal einige Flächen dran, 73 und ja, weiteren, ich muss mir da auch nochmal ein Bild verschaffen, 65 meine ich, müsste auch noch runter. Da ist auf jeden Fall ein paar Hektar, wo wir schön ein bisschen Gülle rauffahren können. Ich habe richtig Bock da drauf, ich hoffe, ich kann euch da auch nochmal mitnehmen. An der Stelle würde ich mich aber in meine Mittagspause gleich verabschieden. Und ja, ich bedanke mich hier fürs Zuschauen, für viel gute Rückmeldungen, auch zum letzten Video, dass es gefallen hat, da mal den Überblick zu geben, auch was die neuen Investitionen angeht. Den 500er habt ihr gesehen, den Zubringer, den Brandner-Anhänger. Ja,
Das Thema neue Investitionen oder generell Investitionen wird natürlich immer da bleiben. Auch zum Beispiel was neues Land angeht, neue Flächen. Da werden wir uns auch nochmal zum März und Ende März nochmal zusammensetzen und da doch nochmal ein bisschen Hektar dabei nehmen. Und ja, wenn ihr darauf Bock habt, schreibt das gerne rein, da auch mit dabei zu sein, welche Flächen, welche Überlegungen uns dabei durch den Sinn gehen. Ja, welche Flächen da für uns irgendwie relevant sein könnten und neu dazukommen. Bis hierhin, glaube ich, vielen, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ich glaube, ich kriege noch ein paar Bewegtbilder rein. Abwart.